So, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft Inselparadies mit der wundervollen Mod Tomcraft. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt einfach mal nachgesehen, wie man dieses dämliche Glas machen kann, damit wir zur Sicherheit, weil ich doch irgendwie wissen möchte, den Sanity-Check hätte ich irgendwie doch gerne. Dementsprechend, es ist einfach Quecksilber und ja, ne. Wie früher halt spiegelndes Glas gemacht wurde. Ja. Hätte man von alleine drauf kommen können, bin ich aber nicht. Naja, so. Wie ging das weiter mit dem Sanity Checker? Lass mal hier Infusion. Ah, dafür müssen wir sogar was machen. Okay. Okay. 3 Stück brauchen wir dafür. 1, 2, 3. Unser Tomcraft Sanity Checker. Oh ja, ein bisschen Warp haben wir. Na gut. Können wir den irgendwo anlegen und dauerhaft anzeigen lassen? Ne, da zeigt er leider nichts an. Na? Doch, zeigt er an. Okay. Gut. Sehr gut. Damit haben wir zumindest noch ein weiteres Ding in unserem Repertoire. Fuck, ist das hell. Ui. Ja, ich glaube, diese arkanen Lampen sind echt effektiv. Wobei, da kann trotzdem eine Lampe hin. So. Was machen wir als nächstes? Wir haben einen Sanity-Checker jetzt. Na? So, damit haben wir hier bei Grundlegendes zumindest mal so relativ viel fertig. So. Aromanzi. Dann wollen wir hier mal weitermachen. So, wir wollten einen Steintisch wollten wir hier machen. Stein und Steinstufen. Haben wir noch Steine in der Tasche? Nein, natürlich nicht mehr. Nö. Hier, Steine. Ein Stein. Machen wir mal 2 Steintische, wenn wir schon dabei sind. Na? Eins zum so hinstellen und einen... Ach, den Nametag habe ich jetzt total vergessen. Na super. Egal. Stellen wir den einen Steintisch einfach mal hier hin, weil es hübsch ausschaut. Und weil da auch ein Tisch hin soll. So, den Steintisch brauchten wir für Romanzi. Für den Fokusmanipulator. Okay. Wer kam da unten hin? Warum haben wir die Kacke jetzt schon wieder nicht im Inventar hier? Meine Güte. Machen wir mal 5-mal rennen. So. Den lasse ich mal auch hier. Das da benutzen wir im Moment nicht. Wir können es so machen, denke ich. Na? Jo. Das Schreibzeit benutzt sich ja von alleine mit dem Papier zusammen. So. Arkanstone, Goldbarren, Arkansteinstufe. Goldbarren, 2 Stück. Und ich gehe mal davon aus, dass man die Steinstufen auch so machen kann. Ja, sehr gut. So, dann brauchen wir... War das jetzt so? Nee. Ah nee, da waren noch irgendwie Platten, ne? Da waren noch olle Platten. Ja. Passt. Da haben wir noch 5 Stück. Na, passt doch. Perfekt. Wir brauchen ja nur 2. Und wir haben einen Fokusmanipulator hergestellt. Nice.
Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen einfach hier weiter. Stellen das Ding mal hier hin. Ach du Kacke. Learn something new. So. Nur mal gegengecheckt, ob wir ja nichts, ne? Okay. Ah, das Ding hatten wir auch noch nicht gescannt. Oh! Wir haben den Nita noch gar nicht gescannt. Von Fred können wir nicht nochmal was lernen. Nee, Fred! So schön hier, oder? Sehr gut. Ja, darf man nicht vergessen, dazwischendurch immer mal wieder, ne? Gegen zu checken. Aha. Scheinbar kann man da irgendwas draufstellen oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Na gut. So. Ganz klitzeklein Moment. Ich muss mich ganz kurz muten. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt tatsächlich die Aufnahme sogar ein bisschen pausieren. Ich weiß nicht so ganz genau, was der Kater gerade hatte, aber im Moment macht es ihm Spaß, sich in den Flur zu stellen und wie am Spieß zu schreien. So. Wir haben jetzt einen Kack-Fokus-Manipulator gemacht. Oder? Haben wir den jetzt schon? Wo ist er denn? Da steht er. So. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben hier einen Fokus. Ist? Wir haben jetzt mal einen Fokus reingestellt, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, wir sollen irgend so nah wie möglich an Feuer dran gehen, um uns das anzugucken. Hatte ich nicht noch hier irgendwie wo was so? Und unter Ausrüstung hatten wir doch auch noch ein Feuerzeug. Jö. Würde ich sagen. Ja, stellen uns jetzt hier einfach mal mitten aufs Feld. Und zünden uns ein Feuer an. Au! Nein! Nicht die Blumen kaputt machen. Wir haben den Touch der Flammen gespürt. War das das, was wir tun sollten? Ja, okay, wir sollten uns selber anzünden. Nett. Wirklich nett. Wir sollten uns... Na gut. So, schmeißen wir das mal kurz hier wieder rein. Dann müssen wir das hier einmal kurz abbauen. Zap. Das ist hier eine kleine kahle Stelle. Aber gut, was soll's. Ach, schön, wenn die Dinge so simpel sind. Wenn man das als simpel bezeichnen möchte. So. Weg damit. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben uns angezündet. So. Die Alchemie zu benutzen, um diesen Fokus herzustellen, war tatsächlich ein guter, funktionierender Pfad. Der Fokus ist stabil und klar. Jetzt muss ich nur etwas hineingeben. Ein Muster. Dafür werde ich diesen Manipulator brauchen. Ich habe für diesen... Gut, das haben wir schon gebaut. Okay. Make a frame, but I need to do some more research. Okay, zum Imprinten von Dingen.
Basic Aromancy. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt werde ich erstmal meinen ersten Tokus herstellen. Okay. Durch das Rangieren von speziell manipulierten, vorbereiteten Wisskristallen um den blanken Fokus kann ich Muster deren... Okay. Für jetzt weiß ich nur drei Muster. Root, Touch and Fire. Ich habe keine Ahnung, was der Kater gerade hat. Jetzt schreit er schon wieder. Nur weiter weg. Jetzt steht er wahrscheinlich im Schlafzimmer und schreit. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Okay. The Root. Dieser Knotenpunkt. Gehen wir mal vielleicht hier rein. Touch. Fire. Okay. Ich glaube, das hier ist dieser, Okay. Advanced Focus geht nur mit Infusion. The Root Note ist wahrscheinlich das in der Mitte. Das repräsentiert uns, den Zaubernden. Als Augensymbol. Touch ist ein Medium. Okay. Fire effect to everything I touch. Was? Ah, okay. Ich kann theoretisch auch Feuer direkt mit der Wurzel kombinieren, aber nachdem die Wurzel wir der Zaubernde sind, würde ich mich damit noch selber in Flammen setzen. Okay, probieren wir doch mal aus. Richtung, Touch, mit Feuer. Oh, das ist schon wieder im Weg. So. Ah, Upgrade starten. Total Complexity. 4 von 15. Erfahrungskosten 1. Wisskosten 23. Wisskosten pro Zauber 0,8. Erforderliche Kristalle. Feuer. Okay. Burn Duration Power. Ah, damit kann ich das hochschrauben so ein bisschen. Power 5. Und Power 2. Wie ist das mit Duration? Okay, es kostet immer nur einen Erfahrungspunkt, aber die Wisskosten gehen nach unten. Genauso wie die Zauberkosten. Okay, die Duration ist deutlich, 3 pro Kopf. Haben wir eine overpowerte Hand? Okay, das ist zu viel. 3 Sekunden mit maximaler Power, würde ich mal sagen. Kleist, dann werfen wir mal rein. Wir brauchen einen Ignis und einen Aversio-Kristall. Der Ignis ist ja einfach. Da brauchen wir nur einen. Mal schauen, ob wir einen Aversio-Kristall haben. Aversio. Na, sowas haben wir direkt. Cool. So. Ah, und jetzt können wir Upgrade starten. Drei Wiss pro Zauber, Touch Fire, Burn Duration 3 Sekunden mit einer Kraft von 5. Okay.
gut, jetzt müssen wir es nur hier reinbekommen. Ich weiß echt nicht, was der Kater gerade hat. So. Wie bekomme ich jetzt da einen Fokus rein? Okay, das hilft gerade nicht so ganz so weiter. Ah, okay. Ich kann eine Tasche für die Foki machen. Pouch I can carry with me to store my Foki. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leder, ein Goldbarren, ein Alchemiebarren und nochmal 3 Leder. Das heißt, wir brauchen einiges an Leder. Ein von diesen. Oh, so viel Leder haben wir gar nicht mehr. Na, wundervoll. Ach doch, wir haben so viel Leder. Das ist nur hier gelandet. Okay. Leder haben wir. Jetzt brauchten wir jetzt Gold oder Eisen. Ich nehme mal beide einfach aus der Tasche raus. Dann haben wir es auf jeden Fall da. So. Machen wir mal hier den. Wo ist denn das Leder jetzt? Ich bin blind wie ein Fisch manchmal. So. Bauen wir uns mal einen Gürtel. So. Und ein goldener Verschluss. Das Ding können wir jetzt als Gürtel tragen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir darauf zugreifen können. So. Tun wir mal den Fokus da rein. Na? So. Ups. Erst so, so. Um Gottes Willen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was der Kater angestellt hat, aber ich muss noch mal eine Pause machen. So, diese wundervoll löchrige Folge wird Ihnen präsentiert von einem Piep, einem hüftkranken Kater, der versucht ernsthaft auf eine Tür drauf zu springen. Auf eine verkackte Tür. Das hat er früher schon gerne getan. Nur diese Tür ist halt eine verkackte Tür, die diesmal nicht fixiert ist. Und die hat er natürlich dann durch die Gegend gekickt. Er hat sich dabei nichts getan, aber ja. Jetzt hat er mich blöd angeglubscht, so war doch gar nichts, als wäre nichts gewesen. Ja. Und ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Geil. Manchmal liebe ich meine Katzen. Alles wunderbar. Ah. Ja. Ich hoffe, er probiert es jetzt nicht nochmal und er schreit die Tür auch nicht nochmal an. Ich hoffe es wirklich inständig. Ja. Mal gucken, ob ich danach noch eine Folge aufnehme oder zur Sicherheit eher die Wohnung patrouilliere. Hi, Luca. Ja, den dummen Kater hat es auch komplett das Chakra zusammengehauen, weil der hat sich jetzt auch übelst erschreckt. Jetzt habe ich wieder eine Mac-Schreckschraube, weil dieser Kater dann extrem schreckhaft wird auf alles. Ja. Mit Katzen wird es niemals langweilig. Ich glaube, das gilt eigentlich für fast alle Haustiere. Mit Haustieren wird es niemals langweilig. Ähnlich wie bei Kindern. Mit Kindern wird ja auch nie langweilig. Die kommen auf die Ideen, da du kommst nicht mal drauf, denen das zu verbieten. So ähnlich läuft das mit Katzen und mit Hunden. Und ich weiß nicht, sind Meerschweinchen ruhiger? Ja, wobei, die kommen wahrscheinlich auch auf dumme Ideen. Fürchte ich. Na gut. So, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Unser Sanity-Check sagt, das ist alles gar nicht so schlimm bei uns. Ich hoffe, das kann man auch irgendwie wieder reinigen. So, irgendwie lädt sich das Wisschen nicht ganz so auf gerade.
Ich glaube, jetzt können wir mit. Ah, wenn ich jetzt L gedrückt halte, kann ich mir einen Fokus aussuchen. So. Mist, jetzt wird Tag. Kacke. Das hat ja wundervoll funktioniert. Ich will es ausprobieren. Mit Touch können wir jetzt Dinge hauen. Okay. Und das Zeug soll brennen. Mal doch mal schauen. Hinten müssten doch irgendwo irgendwelche Tiere übrig sein. Oh, ich sollte vielleicht auch mal was schnabulieren. Da ist eine Kuh. Die Kuh ist ideal für Experimente. Feldforschung nennt sich das. Oder wir nehmen das Hühnchen. Ich glaube, wir nehmen das Hühnchen. Mal zuerst einmal was kurz essen. Ja. Regenbogencurry. So. Du bist jetzt unsere Feldforschung. Haben wir irgendwas, was mehr Leben hat? Nice. Okay, wir verbrauchen das lokale Wiss. Sich dann langsam wieder auflädt. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Und was man damit noch alles anstellen kann, ne? Kehren wir mal zurück. Unsere Sanity geht's hoffentlich einigermaßen gut. So. Oh ja, der Magierturm schaut wunderschön aus. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, man hätte es vielleicht in ein Magiebiom stellen können. Die sind nämlich, glaube ich, etwas wissreicher. Oh, meine Güte. Ich glaube, damit können wir leben. Müssen wir halt bei der Werkbank zwischendurch ein bisschen Pause machen. Können wir nicht so viel auf einmal herstellen. Ne? So. Ich glaube, ich lasse mal den Flugscanner hier drin. So, wir haben es ausprobiert. Aromanzi funktioniert. Alchemie hatten wir ja auch schon gemacht. Wobei ich es etwas gruselig finde, dass hier so komisches Gekräusel drumherum ist. Das ist mir ein bisschen suspekt. Ja, was haben wir hier? Artefakte könnten wir noch ein bisschen weitermachen. Zum Beispiel das Ding hier. Wir brauchen dafür nur eine Theorie. Recharge Pedestal, okay. Hungry Chest. Purnanze. Arcanes Ohr. Crossbow und Bohr, okay. Arcane Infusion. Okay, Arcaner Stein hat nicht wirklich einen magischen Nutzen von sich selbst heraus. Aber es wirkt wie eine Art Zauberschwamm. Man sollte ihn verzaubern. Bandstein, Pflasterstein des Reisenden. Das ist der normale arkane Stein. Und daraus kann man auch Bricks machen. Okay, je nachdem. Welche wir da machen. Okay. Haben wir noch mal ein paar Testdinger. Wir holen mal alle da raus, die da ein bisschen überschüssig rumgurken.
Okay, 22 Stück. Dann schauen wir doch mal. So. Wie aktiviere ich das jetzt? Oder muss ich alle anderen Steine rausholen? Ignis und Odor und Vera und Wyss. Okay. Oder warte mal, geht das nur mit den... Ah, es geht nur mit den Stone Bricks. Okay, wir müssen erst Stone Bricks herstellen und können dann das Ganze machen. Okay. So. Okay. Machen wir mal 4 Bandsteine. So. Und 4 andere Pflastersteine. Und dann haben wir hier auch noch ein paar. So. Ja. Machen wir mal so. Dann ist das voll. So. Jetzt haben wir Steine gemacht. Diese Steine kann man... Okay, diese Travel Stone macht Reisende schneller. Und der Bannstein... Die meisten Kreaturen werden daran gehindert, es zu überschreiten. Sie sind aber nicht zu 100% idiotensicher. Sie können zum Beispiel andere Spieler nicht daran hindern, reinzukommen. Sie... Ah, das ist auch eine Barriere für Golems. Das heißt, wenn wir hier irgendwie rumexperimentieren, können wir vielleicht einen Kreis machen mit Golems. Also für Golems. Das heißt, wir machen vielleicht mal hier ein paar mehr Bandsteine. So. Bandsteine. Nummer 20 Stück. Dann können wir vielleicht irgendwo so einen Kreis machen oder so. Gut, die Reisesteine brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Ups. So, die tun wir vielleicht mal hier rüber. Bandsteine tun wir auch mal hier rein. Den Arkanstein können wir auch reintun. So, und die Platten auch. So, ja, räumen wir mal hier das Inventar vielleicht wieder ein bisschen auf. Es hat sich ja jetzt doch ein bisschen was gesammelt. So, die Nuggets können... Okay, die kommen hier vielleicht mit rein. Das kommt hier mit rein. So. Den Rest. So. Wünschte, man könnte den hier irgendwie hinstellen. Kann ich den hier draufstellen? Nee. Unter Wasser setzen wollte ich das Ding ja jetzt eigentlich nicht. Na gut, so. Stopp ich die. Ah, es hat wieder so einen lustigen Effekt. Gut. Dann lasse ich das mal hier weg. So, Baumaterialien. Das kann auf jeden Fall weg, weil wir damit hier nichts anfangen können. Und die restlichen Sachen. Guck mal, hier Feder und so kann alles hier rein.